Jetzt läuft es. Okay. Jetzt ist rot. Also ich finde die Idee ganz gut, dass man halt eine ganze Gemeinde macht. Aber ja, wie gesagt, es ist ein bisschen idealistisch. Und ich könnte, also die Idee ist ganz schön, aber ich weiß nicht, wie man das im Bundestag und im Parlament, also das Ganze durchsetzen kann. Auch wenn man Merkel drückt, aber ich weiß nicht, wie es möglich ist. Ohne medialen Druck auf Merkel kann es nicht gehen. Weil Frau Merkel muss ja entscheiden, dass sie sagt, liebe Bundesminister, Bundesminister Spahn und Bundesminister Klöckner, lasst uns uns zusammensetzen und lasst uns diese Gesundheitsreform machen. Und das geht nur, wenn wir in den Medien Druck machen. Sonst haben wir keine Chance. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass sonst, weil dann hat sie nichts davon. Das ja. Aber Greta Thunberg und Fridays for Future sind prominent genug, in den Medien diese Diskussion zu starten. Ja, sie war auch in Frankreich und hat mit Macron gesprochen. Ja. Also, und dann kann in Deutschland eine Diskussion beginnen. Stell dir vor, Greta Thunberg wäre jetzt hier, dann könnte es beginnen und dann würden wir über diese Gesundheitsreform diskutieren als Quelle für die Gelder, mit denen wir uns den Kohleausstieg leisten können. Ja. Das ist gut. Ja, cool ist nicht sehr, sehr gut. Naja. Ja. Alles klar. Danke.